Das Grundprinzip für die Fragen des Arbeitgebers beim Vorstellungsgespräch, das ist mündlich, oder beim Personalfragebogen, das ist schriftlich, lautet berechtigtes Interesse. Berechtigtes Interesse. Und dieser Begriff berechtigt, brauchen Sie nicht dazu zu schreiben, wird im Folgenden deutlich werden, meint arbeitsplatzbezogen. Berechtigt meint arbeitsplatzbezogen, also Fragen, die sich auf diese arbeitsrechtliche Konstellation und auf den Arbeitsplatz beziehen. Interesse allein reicht nicht. Das kann nämlich auch in die Privatsphäre gehen. Wenn der Arbeitgeber, also der Interviewer, da ein Interesse hat am Bewerber oder an der Bewerberin, dann ist das Interesse aber eben nicht berechtigt. Berechtigtes Interesse meint arbeitsplatzbezogen. Und demnach ist die Frage, welche Fragen sind denn dann unzulässig, weil sie nur Interesse haben, aber kein berechtigtes Interesse, zum Beispiel Heiratsabsichten. Sind Fragen, die würde man nicht stellen, wenn man nicht ein Interesse hätte, aber es ist eben kein berechtigtes Interesse. Ja, das kommt gleich nochmal, wenn Sie ein bisschen weiter unterschauen, dann kommt das speziell, das ist ein besonders kitzliges Thema. Dann Vermögensverhältnisse. Hier gibt es nur ganz eng definierte Ausnahmen, wo man nach Vermögensverhältnissen fragen darf, wenn man jemanden als Vermögensverwalter einstellt oder als Kassierer, dann ist das schon ein berechtigtes Interesse. Sonst nicht, es geht den Arbeitgeber nichts an. Und Konfession, aber wir werden gleich auch hier eine wichtige Ausnahme kennenlernen, nämlich den sogenannten Tendenzbetrieb, kommt gleich. Also grundsätzlich dürfen wir nach Konfession beim Vorstellungsgespräch nicht fragen. Später, wenn die Einstellung erfolgt ist, ist das wichtig für die Abführung der Kirchensteuer. Aber beim Vorstellungsgespräch dürfen wir es nicht, es sei denn, es handelt sich um einen sogenannten Tendenzbetrieb, das kommt. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.